Die Fahrzeugtechnik hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Es fahren immer mehr Fahrzeuge auf den Straßen, die über eine Fülle an elektronisch geregelten Sicherheitsfunktionen verfügen. Zudem nimmt die Verbreitung von Elektro- und Hybridfahrzeugen stark zu. Damit ist auch die Komplexität der periodischen Fahrzeugüberwachung enorm gestiegen. Am 1. Juli 2012 begann für die Hauptuntersuchung eine neue Zeitrechnung. Mit Inkrafttreten der 47. Änderungsverordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften wurde die Hauptuntersuchung modernisiert. Wichtigster Bestandteil des Reformpakets der Straßenverkehrszulassungsordnung, STVZO, ist die Einführung der Nutzung der elektronischen Fahrzeugschnittstelle für die Hauptuntersuchung. Ein Meilenstein für die Verkehrssicherheit in Deutschland und beispielgebend für Europa. Der HU-Adapter 21 unterstützt den Sachverständigen bei allen in der STVZO verankerten Untersuchungskriterien. Ausführung, Funktion, Wirkung und Zustand von Bauteilen und Systemen eines Fahrzeugs. Die Untersuchung mit dem HU-Adapter 21 wird stufenweise eingeführt. Gemäß den Übergangsvorschriften der STVZO ist die Nutzung des HU-Adapters für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 mit Erstzulassungsdatum ab 1.7.2012 schon zulässig. Der breite Einsatz des HU-Adapters wird beginnen, wenn diese Fahrzeuge in ausreichender Anzahl zur Hauptuntersuchung vorgestellt werden. Es bleibt also noch Zeit, um die Anwendung des HU-Adapters in die Prüfabläufe und Infrastrukturen der Überwachungsinstitutionen zu integrieren. Bevor die Verwendung des HU-Adapters für ein Untersuchungskriterium zur Pflicht wird, wird also die gesamte Technik durch Sachverständige intensiv getestet und wenn nötig optimiert. Generell wird der HU-Adapter zuerst bei Untersuchung der Ausführung, also die Verbauprüfung aller Systeme, Anwendung in der Praxis finden. In Stufe 2 folgen die Funktionsprüfung der Leuchtmittel und die Bremswirkungsprüfung auf der Grundlage von Bezugswerten, die der HU-Adapter 21 liefert. Danach kommt die Untersuchung des Zustands aller Systeme hinzu. Der Einsatz des HU-Adapters beginnt für die verschiedenen Fahrzeugklassen zeitlich versetzt. Als erste starten die Klassen der Pkw und davon abgeleitete Kleinst-Lkw, gefolgt von den Nutzfahrzeugen der Klassen M2, M3 und N2, N3. Den Abschluss bildet die Klasse O der Anhänger. 2013 ist mit einer Verbreitung von ca. 1000 Geräten und ersten produktiven Anwendungen des HU-Adapters zu rechnen. Voraussichtlich im Laufe des Jahres 2014 wird jeder Sachverständige mit einem HU-Adapter 21 ausgestattet sein. Verordnungsgeber und Aufsichtsbehörden werden hierfür einen für alle Überwachungsinstitutionen verbindlichen Termin festlegen. Für die moderne Hauptuntersuchung ist der HU-Adapter 21 unerlässlich. Er wurde von der Fahrzeugsystemdatengesellschaft in Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und allen Prüforganisationen in Deutschland entwickelt. Der HU-Adapter 21 macht als moderne Prüftechnik die Hauptuntersuchung effizienter und die Prüfung elektronischer Sicherheitsfunktionen vielfach überhaupt erst möglich. Die Neufassung der Straßenverkehrszulassungsordnung gibt nun grünes Licht für die moderne Hauptuntersuchung mit Unterstützung des HU-Adapters 21. Mit steigender Verbreitung des nach der Reform der STVZO eingeführten HU-Codes wird die Datenerfassung in Zukunft stark vereinfacht werden. Der manipulationssichere Code enthält alle wichtigen Daten zum untersuchten Fahrzeug und kann schnell per Scanner oder Kamera eingelesen werden. Nach Betätigen des Einschalttasters leuchtet die Bereitschafts-LED und der HU-Adapter kann verwendet werden. Der HU-Adapter verfügt über eine Vielfalt an parametrierbaren Schnittstellen,
die eine zuverlässige Kommunikation des HU-Adapters mit dem Bedien- und Anzeigegerät und dem sachverständigen PC ermöglicht. Neben den kabelgebundenen Schnittstellen Ethernet und USB sind dies die Funkschnittstellen Bluetooth und WLAN. Das WLAN-Modul kann im Infrastrukturmodus so verwendet werden, dass sich der HU-Adapter in ein bestehendes WLAN-Netz, zum Beispiel in einer Prüfstelle, als gleichberechtigter Teilnehmer einwählt. Da dies nicht überall möglich ist, vor allem im mobilen Einsatz, kann der HU-Adapter 21 auch als Access Point betrieben werden. Dabei spannt der HU-Adapter 21 sein eigenes, unabhängiges WLAN-Netz auf, in das sich zum Beispiel der Sachverständigen-PC und das Bedien- und Anzeigegerät einwählen können. Der Datenaustausch zwischen HU-Adapter 21 und anderen Geräten ist verschlüsselt. Somit ist ein sicherer Datenaustausch gewährleistet und unbefugter Fremdzugriff ausgeschlossen. Einmal für die individuellen Anforderungen eines Sachverständigen konfiguriert, ist der HU-Adapter 21 ohne weitere Einstellungen einsatzbereit, unabhängig vom Einsatzort. Das HU-Adapter-System ermöglicht die Realisierung verschiedener Gerätelösungen. Ob Sachverständigen-PC in Kombination mit einem handlichen Mobilgerät oder einem größeren Tablet-PC allein, der Datenaustausch zwischen den Geräten bleibt einfach und zuverlässig. Für den universellen Einsatz des HU-Adapters an allen Fahrzeugen konfiguriert sich die Schnittstelle zur OBD-Steckdose des jeweiligen Fahrzeugs selbstständig. Alle Routinen zur Kommunikation mit dem jeweiligen Bussystem sind Bestandteil des HU-Adapters 21. Die Prüfroutinen sind für unterschiedliche Fahrzeuge im Speicher des HU-Adapters 21 einprogrammiert und können von außen nicht manipuliert werden. Mittels einer WLAN- oder Bluetooth-Verbindung werden die Routinen durch ein Anzeige- und Bediengerät ausgelöst. Die OBD-Steckdose befindet sich oft im Fußraum der zu prüfenden Fahrzeuge. Schlechte Lichtverhältnisse und die unterschiedliche Ausrichtung der OBD-Steckdose machen das Anstecken oft zu einem Geduldsspiel. Der HU-Adapter wurde aus diesem Grund zusätzlich mit einer LED-Beleuchtung im Stecker ausgestattet. Die Aktivierung erfolgt durch kurzes Betätigen des Einschalttasters. Das HU-Informationssystem FSD HU21 gibt den Ort der OBD-Dose für alle Fahrzeugmodelle an. Bei der Untersuchung der Ausführung mit dem HU-Adapter 21 wird abgeglichen, ob die ursprünglich im Fahrzeug eingebauten Systeme und Funktionen noch unverändert vorhanden sind. Dazu kommuniziert der HU-Adapter 21 mit den relevanten Steuergeräten im Fahrzeug und prüft deren Verbau. Über die Fahrzeugidentifikationsnummer ruft der HU-Adapter 21 den Sollverbau des Fahrzeugs in der Datenbank ab. Auf diese Weise kann zum Beispiel bei einem Gebrauchtwagen festgestellt werden, ob nach einem Unfall beschädigte Sicherheitsfunktionen unzulässig ausgebaut wurden. Durch das HU-Reformpaket ist nun auch eine kurze Prüfungsfahrt mit über 8 Stundenkilometern im Rahmen der Hauptuntersuchung vorgeschrieben. Der Sachverständige kann während der Fahrt Auffälligkeiten am Fahrzeug feststellen, um diese im Stand näher zu untersuchen. Zusätzlich ist die Prüfungsfahrt eine wichtige Vorbereitung für eine Reihe von Sicherheitsfunktionen. Beispielsweise führen während der Fahrt alle Systeme mit Eingriff auf die Bremsanlage wie ABS, ESP oder ACC eine Plausibilisierung ihrer Sensoren durch und geben entsprechende Informationen auch an den HU-Adapter. Bei der visuellen Durchsicht des Fahrzeugs muss der Sachverständige weit über 100 verschiedene Komponenten am Fahrzeug prüfen. Nur eine gute Ausbildung und der hohe Erfahrungsschatz des Sachverständigen-Ingenieurs lässt eine effiziente und damit kostengünstige Durchführung der Untersuchung zu. Einige wenige Beispiele sollen dies verdeutlichen.
Die Frontscheibe ist bis zu 30% für die Stabilität der Fahrgastzelle verantwortlich. Beschädigungen an der Frontscheibe können zu erheblichen Sichteinschränkungen bis hin zur Destabilisierung der Fahrgastzelle führen. Der Sachverständige muss hier Mängel zuverlässig erkennen und bewerten. Radaufhängung und Stoßdämpfer beider Achsen gewährleisten ein stabiles und komfortables Fahrverhalten. Mängel an den beteiligten Fahrzeugkomponenten können Auslöser schwerwiegender Unfälle sein. Die Reifen sind die einzigen Verbindungspunkte zwischen Fahrzeug und Straße. Passen die Reifen nicht zum Fahrzeug, steigt die Unfallgefahr. Die zulässigen Radreifenkombinationen je Fahrzeug lassen sich im HU-Informationssystem FSD HU21 abrufen. Warndreieck und Verbandskasten sind am Unfallort unabdingbar. Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, diese immer in seinem Fahrzeug mitzuführen. Der Sachverständige prüft Zulässigkeit und Zustand von Warndreieck und Verbandskasten. Die Abgasanlage ist eine zentrale Komponente für Lärm- und Umweltschutz. Es dürfen keine Schäden an der Befestigung vorliegen und die Emissionsvorgaben müssen eingehalten werden. Die Funktionsprüfung wird durch den Einsatz des HU-Adapters 21 optimiert. Der Sachverständige kann die Leuchtmittel der lichttechnischen Einrichtungen aus jeder Position am Fahrzeug aktivieren. Eine erhebliche Erleichterung für den Sachverständigen. Dadurch ist die schnelle Lokalisierung ausgefallener Leuchtmittel möglich. Die Prüfung zum Beispiel der Bremsleuchten kann dadurch ohne weitere Helfer oder Hilfsmittel durchgeführt werden. Bei der Durchführung der Bremswirkungsprüfung mit dem HU-Adapter 21 werden zukünftig neben den Bremskräften auch die jeweiligen Bremsdrücke gemessen. Dazu betätigt der Prüfer die Betriebsbremse mit einer als Bezugswert frei wählbaren Kraft unterhalb der Blockiergrenze. Die Bremskräfte werden wie üblich über den Prüfstand ermittelt. Der Bremsdruck hingegen wird durch den im Hydroaggregat befindlichen Bremsdrucksensor erfasst und über die Diagnoseschnittstelle an den HU-Adapter 21 übergeben. Sind die ermittelten Bremskräfte in Bezug auf die jeweiligen Bremsdrücke größer oder gleich der entsprechenden Vorgabewerte, ist die geforderte Mindestabbremsung nachgewiesen. Die Vorgaben erhält der Sachverständige über das Anwendungssystem FSD HU21. Darüber hinaus wird die Bremskraftverteilung auf die Achsen bewertet. Dabei muss der jeweilige Bremskraftanteil der Achsen größer oder gleich der mit dem Anwendungssystem FSD HU21 angegebenen Mindestanteile sein. Unter Einbezug einer visuellen Kontrolle kann nun eine Aussage darüber getroffen werden, ob die Betriebsbremsanlage in Ordnung ist. Im HU-Adapter 21 ist ein dreiachsiger Beschleunigungssensor und Gierratensensor verbaut. Legt man den HU-Adapter in ein Fahrzeug, ist man mit diesen Sensoren in der Lage, fahrdynamische Zustände des Fahrzeugs zu erfassen. Der Sachverständige kann während der Prüfungsfahrt über eine Schwelle fahren und mit Hilfe der HU-Adapter-Sensorik die Fahrzeugschwingungen aufzeichnen und auswerten lassen. Anhand der Schwingungscharakteristik lassen sich Rückschlüsse zum Zustand der Achsdämpfung ziehen. Mit bestandener Hauptuntersuchung kann sich der Fahrzeughalter sicher sein, dass sein Fahrzeug voll verkehrstauglich ist und alle Sicherheitsfunktionen im Notfall voll zur Verfügung stehen. Ein beruhigendes Gefühl für ihn und alle Verkehrsteilnehmer.
Mit der begonnenen Umstellung auf elektrische Antriebskonzepte entstehen neue Anforderungen an die technische Prüfung von Kraftfahrzeugen. Ein Bereich, in dem der HU-Adapter in Zukunft unabdingbar sein wird. Mit dem HU-Adapter 21 kann geprüft werden, ob der rekuperative Bremsvorgang korrekt ausgeführt wird. Durch diese Energierückgewinnung kann sich die Reichweite des Elektrofahrzeugs deutlich erhöhen. Während der Prüfungsfahrt führt der Sachverständige eine mittlere Abbremsung durch. Der HU-Adapter prüft, ob die E-Maschine während des Bremsvorgangs generatorisch arbeitet, die Hochvolt-Batterie lädt und das Fahrzeug abgebremst wird. Durch die hohe Wärmeentwicklung von Hochvolt-Batterien kommt der Batteriekühlung eine entscheidende Rolle in der Sicherheit von Elektrofahrzeugen zu. Mit dem HU-Adapter 21 kann die korrekte Funktionsweise des Batterielüfters einfach überprüft werden. Dazu kann der Sachverständige den Lüfter direkt ansteuern. Liegt die Drehzahl des Lüfters in einem vorgegebenen Sollbereich, so kann der Lüfter die Batterie ausreichend kühlen. Mit dem HU-Adapter kann die vorgeschriebene Isolation, die sogenannte galvanische Entkopplung, zwischen Hochvoltkomponenten und dem 12-Volt-Bordnetz überprüft werden. Vor allem im Winter stellt die Versorgung des Fahrzeuginnenraums mit Warmluft unter anderem zur Entfrostung der Scheiben einen sehr wichtigen Sicherheitsfaktor dar. Bei konventionellen Fahrzeugen wird dies in der Regel über den Verbrennungsmotor realisiert. Bei E-Fahrzeugen ist hierfür ein elektrischer Zuheizer notwendig. Mit dem HU-Adapter 21 kann die korrekte Funktionsweise des Zuheizers sehr schnell geprüft werden. Der HU-Adapter erfasst die Zuheizerleistung sowie Ein- und Ausgangstemperatur und kann so die Wirkung des Zuheizers prüfen, noch bevor der Temperaturanstieg im Fahrzeuginneren merklich ist. Bei vollständigem Verbau aller heute auf dem Markt erhältlichen Sicherheitssysteme für Pkw könnten heute fast die Hälfte, nämlich 41% aller schweren Unfälle mit Personenschäden bzw. Sachschäden über 6.000 Euro vermieden oder deren schwere Folgen gemindert werden. Um das beträchtliche Unfallvermeidungspotenzial verschiedener Sicherheitsfunktionen voll auszuschöpfen, wird der Verbau bestimmter Sicherheitsfunktionen gesetzlich vorgeschrieben. Dies betrifft alle Fahrzeugklassen. Das elektronische Stabilitätsprogramm ESP könnte 42% der schweren Schleuderunfälle bei Pkw verhindern. Mit ca. 85% aller neu zugelassenen Fahrzeuge ist die Verbaurate bereits erfreulich hoch. Um die restliche Lücke zu schließen, ist der Verbau von ESP bereits seit dem 1. November 2011 vorgeschrieben. ESP weist bei Nutzfahrzeugen mit 44% sogar ein noch höheres Unfallvermeidungspotenzial auf. Demgegenüber steht eine Verbaurate von nur 10%. Hier unterstützt der Gesetzgeber die Marktdurchdringung. Für die Fahrzeugklassen N1, N2 und N3, M2 und M3 sowie O3 und O4 ist der Verbau von ESP ab dem 1. November 2014 vorgeschrieben, wobei für die Fahrzeugklassen M2 und M3 eine Übergangsregelung bis zum 11.07.2016 gilt. Mit dem Spurhalteassistenten könnte jeder zweite schwere Unfall, bedingt durch das Verlassen der Fahrspur, verhindert werden. Dies gilt bei Pkw in gleichem Maße wie bei Nutzfahrzeugen. Nach aktuellem Stand wird der Pflichtverbau nur für Nutzfahrzeuge eingeführt werden. Ab dem 1.11.2015 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 sowie N2 und N3 mit einem Spurhalteassistenten ausgestattet sein. Mit 70% weniger Unfällen bei Personenschäden liegt der Notbremsassistent bei Nutzfahrzeugen auf Platz 1 der elektronischen Lebensretter. Dank Daimler, einer Aktion des DVR und der gesetzlichen Unfallkassen, zusammen mit der Versicherungswirtschaft, konnte die Verbaurate im Jahr 2011 auf 10% gesteigert werden. Heute wird zum Beispiel jeder dritte Daimler Actros in Deutschland mit einem Notbremssystem ausgeliefert.
Um diesen Erfolg möglichst schnell weiter auszubauen, schreibt der Gesetzgeber für die Klassen M2 und M3 sowie N2 und N3 die Einführung von Notbremssystemen ab dem 1. November 2015 vor. Wäre in jedem Kart ein automatischer Blockierverhinderer verbaut, könnte jeder dritte Unfall komplett verhindert werden. Das bei Pkw schon lange zur Standardausstattung gehörende System ist jedoch nur bei 45% aller Kräder verbaut. Der Gesetzgeber hat diese Chance für mehr Verkehrssicherheit erkannt und arbeitet an einer verpflichtenden Einführung des automatischen Blockierverhinderers für Kräder. Die Sachverständigen und Prüfingenieure werden mit einer modernen Hauptuntersuchung hierzu einen gewichtigen Beitrag leisten.